Hallo Freunde, heute machen wir zusammen ein kleines Aufwärmprogramm, das ihr für jede Einheit eigentlich machen könnt, damit ihr optimal für das Workout danach vorbereitet seid. Wir starten mit ein paar ganz klassischen Basic-Übungen. Ein Schritt raus, dreht euch zur Seite, macht die Wirbelsäule stabil, Bauch anspannen, lockert sie aus, dreht es ruhig 5-6 Mal pro Seite und fangt dann an mit lockeren Liegestützen, wollte ich schon sagen, mit Kniebeugen. Schulterbreiter Stand, Bauch ist stabil, Oberkörper oben und die Schultern gehen runter. Gerade nach unten, die Knie zeigen nach außen über die Fußspitze und langsam wieder hoch. Von der Seitenansicht tief runter, parallel zum Boden ist der Oberschenkel und dann geht's wieder hoch. Macht ruhig 10-12 Kniebeugen mit moderatem Tempo, ganz locker und entspannt. Ihr könnt auch gleichzeitig, wenn ihr schon ein bisschen fortgeschrittener seid, jedes Mal hoch mit den Händen, um ein bisschen mehr Dynamik in den Oberkörper reinzubekommen. Zweite Übung. Ausfallschritte. Gleiches Spiel. Wir gehen wieder mit einem Fuß zurück. Tief nach unten wie ein Fahrstuhl. Knie geht über die Fußspitze nach vorne. Bauch ist stabil, Oberkörper gerade. Und das hintere Knie schwebt gerade 2 cm über dem Boden. Achtet auch darauf, dass ihr im 90-90-Grad-Winkel nach unten geht und immer links und rechts abwechselt. Gleiches Spiel beim Hochgehen. Hände nach oben zum Aktivieren. Alternativ könnt ihr nach den ersten 5-6 einen Schritt nach vorne mit einer Öffnung der Brust machen. Nach vorne. Nach vorne. Nach vorne. Schultern tief, Brust öffnen, Kopf nach oben. Atmen nicht vergessen, moderates, lockeres Tempo. Gut. Dritte Übung, letzte Übung. Die klassischen Liegestütze, wahlweise auf den Knien oder auf den Füßen. Erstmal halbe Bewegungen, ganz locker. Nach unten tasten und immer tiefer werden. Wahlweise auf den Knien, Füße unten oder angezogen, gar kein Thema. Nase zum Boden, Bauch bleibt stabil und wieder hoch. Wiederholt das ruhig 2-3 Mal, dass der Körper wirklich warm für das nächste Workout ist und die Verletzungsgefahr einfach niedrig gehalten wird. Viel Spaß!